Hallo zusammen, willkommen zu meinem kleinen privaten Gamescom 2018 Bericht. Wenn ich die Messe in einem Bild zusammenfassen müsste, wäre das leider dieses hier. Aber ganz so schlimm wie es jetzt scheint, war es dann doch nicht. Auf der Messe trifft man wirklich ein internationales Publikum. Habe mich mit Engländern, Holländern, Franzosen, Russen und sogar Deutschen unterhalten. Und was mir immer gut gefällt bei der Gamescom, man kommt auch wirklich sehr schnell ins Gespräch und kann sich wunderbar über sein geliebtes Hobby austauschen. Die meisten Leute sind wirklich nett und darum lohnt es sich auch, auf die Messe zu kommen, obwohl es auch dieses Jahr wieder sehr, sehr voll war. Auffällig waren für mich persönlich vier Dinge. Erstens. Einige Highlights waren auf der Messe leider gar nicht oder nur im Pressebereich vorhanden. Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 oder Cyberpunk 2077 glänzten leider mit Abwesenheit. Zweitens, Nintendo is back! Sehr gefreut habe ich mich, dass Nintendo mit der Switch wohl wirklich wieder einen Hit gelandet hat. Ich mag Nintendo und ihre Exklusivtitel einfach. Der Nintendo-Stand war immer sehr gut besucht. Drittens, die Warteschlangen waren voll von Leuten, die Switch, 3DS oder am Smartphone bzw. Tablet gezockt haben oder kommuniziert haben. Und viertens, VR war kein besonders großes Thema. Schade. Sony und HTC Vive und Oculus haben das zwar gehabt, aber es war trotzdem ein recht kleiner Prozentsatz und der absolute Kracher für VR hat, meiner Meinung nach zumindest, gefehlt. Persönlich hat mir natürlich das Cosplay Village und auch die Merchandise-Halle wieder sehr gut gefallen. Vor allem, da man unter den Cosplayern inzwischen einige gute Freunde gefunden hat. Viele liebe Grüße an dieser Stelle an alle, die ich kenne. Und an alle, die mich kennen. Für Aufregung hat der Fortnite-Kacker gesorgt. Was da los war? Tja, es gibt zwei Versionen. Die offizielle Aussage: Jemand hat eine Stinkbombe in die Halle mitgebracht und gezündet, weswegen es bestialisch in der Halle roch. Aber die zweite Geschichte ist einfach viel besser und hat sehr, sehr, sehr für Amüsement bei uns gesorgt. Welche stimmt? Wir werden es wohl nie erfahren. Es gab einen sehr seltenen und auf eBay für ca. 150 Euro gehandelten Skin für Fortnite zu gewinnen. Ein echter Fan kann da natürlich nicht widerstehen. Und es ist ja dann auch wohl unmöglich, die Schlange zu verlassen. Egal wie sehr man auf die Toilette muss. Was macht der kreative Hardcore-Fortnite-Gamer also? Genau. Er kackt in eine Tüte und wirft sie im Messestand auf den Boden. Dort wird diese natürlich gerne von anderen übersehen, was dazu führte, dass die ganze, entschuldigt den Ausdruck, Scheiße auf dem Stand verteilt wurde. Der Gestank wurde dann so unerträglich, dass ein kleines Kind sich als Reaktion gleich mal zusätzlich noch auf den Stand übergeben musste und die Halle musste als Reaktion darauf erstmal geräumt und gesäubert werden. Na, welche Version der Geschichte gefällt euch besser? Auf jeden Fall konnte ich dieses Jahr, ich war 2 Tage dort, mehr anspielen als befürchtet, aber habe leider nicht alles geschafft, was ich gerne gespielt hätte. Folgende Spiele, die ich gern gezockt hätte, habe ich leider nicht spielen können. Ihr erinnert euch sicherlich noch an das Bild am Anfang des Videos. Biomutant. Da war, egal wann ich gekommen bin, die Schlange leider geschlossen. Devil May Cry 5. Kingdom Hearts 3. Und Spider-Man von Sony. Dafür habe ich folgende Spiele gezockt: Sekiro, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Quest 11, Diablo 3 für die Switch, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, SNK Heroines Tech Team Frenzy, Soul Calibur 6 und Darksiders 3.
Mein Videospiel-Highlight dieses Jahr war Sekiro. Wobei mir auch Super Smash Bros. Ultimate, Soul Calibur 6 und Darksiders 3 sehr viel Spaß gemacht haben und ich mich sehr darauf freue. Sonic machte als Razer einen besseren Eindruck als erwartet und die Switch-Version von Diablo 3 flutscht wunderschön flüssig über den Bildschirm. Und bei Valkyria Chronicles habe ich das wohl beste Giveaway bekommen, das es gibt. Oder was meint ihr? Es waren auf jeden Fall zwei sehr anstrengende, aber auch zwei sehr, sehr, sehr coole Tage auf der Gamescom 2018. Wer von euch war denn auch dort? Was waren eure High- und Lowlights? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und dann macht's gut und bis zum nächsten Video.